Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Gehen wir erstmal den Bubble Tea von gestern. Zwei zum Preis von einem. Und ich wusste nicht mal, dass die Aktion lief. Ich habe einfach einen normalen bestellt. Dann hat der Typ an der Kasse gesagt, willst du noch einen? Ich so, nee, einer passt schon. Also doch, der zweite geht da aufs Haus und so. Also diese Aktion, zwei zum Preis von einem. Habe ich mir noch gegönnt, ist lecker. Der hieß übrigens Ex-Lover Special. Okay. Wir fangen mit schlechten Nachrichten an. Tony Ferguson hat wieder verloren. Ich sag euch, vergesst Bitcoin. Wenn ihr reich werden wollt, setzt einfach immer auf die Leute, gegen die meine Favoriten kämpfen. Weil immer wenn ich will, dass einer gewinnt, von tiefstem Herzen will, dass einer gewinnt, der verliert. Izzy gegen Jan Blachowicz, DC gegen Miocic, oh mein Gott, immer. Korean Zombie gegen Brian Ortega. Tony Ferguson jetzt dreimal hintereinander. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Eine dieser Influencerinnen, denen ich geschrieben hatte und dann auf einmal nicht mehr geantwortet hatten, hat sich heute gemeldet. Sie meinte, oh ja, sorry. Also nicht, oh ja, sorry, sondern, oh mein Gott, sorry. Gar nicht gesehen und sowas. Schau mal, keine Ahnung, ob das so stimmt, dies, das. Also da stand schon dieses Gesehenzeichen, aber Instagram ist vom Messaging-System her richtig, richtig schlecht. Deswegen hatte ich sie eigentlich auch direkt nach der Nummer oder irgendwas gefragt. Telegram, dies, das, E-Mail, wo man halt dann den Chat hin verschieben kann. Und dann darauf hatte sie dann nicht mehr geantwortet. Ich dachte mir, okay, ja, vielleicht war das zu aufdringlich. Vielleicht dachte sie, ich will sie anmachen, ihre Nummer klar machen, dies, das. Und ich wollte halt einfach nur den Chat verschieben. Und heute hast du nichts. Ich muss mal schauen, wie lange das her ist. Das ist, glaube ich, auch schon fast einen Monat her. Ah, ja, ja, doch. Anfang der Vlogs hatte ich euch von der erzählt, ja. Also, ja, auf jeden Fall, ja, ein Monat ist es schon her. Jetzt meldet die sich, ja. So ist das mit den Influencern. Übrigens, gestern die Aktion. Ich habe ja noch den Auftrag von Groups mit der Pokémon Go Influencerin. Lief ganz gut. Also Montag besprechen wir uns wahrscheinlich. Und ich denke, das Feedback wird gut sein. Also da habe ich, glaube ich, gute Arbeit geleistet, die zu scouten. Jetzt muss ich nur noch ein paar mehr Gruppen in die Richtung starten, die auch so erfolgreich laufen. Was die davor gemacht hatten. Also die hatten zum Beispiel Lena Vanille als Influencerin. Ich setze euch mal auf den Bubble Tea ab. Und so eine TikTokerin. Und die hatten auch so eine TikTokerin. Und darauf haben die halt Gruppen aufgebaut. Da habe ich mir schon gleich gedacht, dass es halt nicht funktionieren kann, weil der Gesprächsstoff, wenn du eine Gruppe, so eine Talkgruppe, rund um eine Person aufbaust, dann geht es halt nur um diese Person. Und vor allem, wenn diese Person dann nichts mehr schreibt, weil diese Personen schreiben natürlich nur was, solange sie Geld bekommen und deren Vertrag läuft. Dementsprechend war klar, dass das langfristig nichts wird. Und sobald die großen Influencerinnen, die zwei, um die sich diese Gruppe gebildet hatte, dann aufgehört hatten zu schreiben, ist die Gruppe direkt gestorben. Und ich dachte mir halt, Pogo, auch wenn jetzt die Influencerin, die Gast war jetzt, weil es geht ja nicht nur um die halt war halt ein netter Bonus. Und das ist ja eigentlich das, was sie ursprünglich geplant hatten. Also ein netter Bonus. Es gibt Gruppen und da lädt man ab und zu mal Special Gäste ein, die dann ein bisschen Action bringen. Aber diese Gruppen sollen ja auch ohne diese Stars laufen. Und da dachte ich mir ja auf jeden Fall, Pokémon Go muss ja laufen. Immer wenn neue Events und so angekündigt werden. Die Leute wollen mit den anderen teilen, was sie so gefangen haben. Traden, Trainercodes und sowas. Raids. Da dachte ich mir, safe läuft das. Und eben auch Anime, da dachte ich auch safe, bei Diskussionen, Theorien, neue Kapitel, neue Folgen, Anime-Empfehlungen und so, dachte ich mir auch, läuft safe. Problem in die Richtung ist, wir haben halt noch niemanden gefunden. Wie gesagt, ich habe mal Kage erreicht, ich habe eigentlich alle angeschrieben, aber Kage habe ich erreicht, der wollte zu viel. Puh, Koro, ich mache mir ein paar Nudeln. Dachte mir, okay, vielleicht gehe ich mir was zu essen kaufen, aber mein Wetter wird nicht so geil und es ist Sonntag, zu viele Leute sind draußen und später gehe ich noch Besuch, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, dementsprechend habe ich mir schnell noch ein paar Kogo-Nudeln gemacht.
muss mal eine neue Bestellung aufgeben. Ihr wisst Bescheid, Rabattcode super saftig, falls er noch läuft. Sonst muss ich mal ungesponsert eine neue, weil wir haben ja zu lange mit dem hier verbraucht und dann seitdem nie neu angefragt. Aber privat mal, weil die haben echt krasse neue Produkte. So, es ist ein gegnerischer Tag. Ich gönne mir ein paar Kapitel. Hab ein paar Wochen auch schon wieder verpasst. Und ich zeig euch mal alles, was ich so aktuell lese. Da fragen mich ja auch viele. Ich habe ja das hier angeschaut als Anime. Und ich finde den so gut, dass ich jetzt weiterlesen will. Und das passiert in den meisten Fällen, wenn mir ein Anime gefällt, die ersten ein, zwei Folgen, dann wechsle ich meistens relativ schnell rüber auf Manga und lese dann und höre dann auf den Anime zu schauen. Deswegen schaue ich nicht so viele Anime, weil ich das meiste lese. Und Tokyo Revengers wird jetzt gelesen, weil der taugt mir echt. Und das ist die History, was ich aktuell so lese. Falls ihr das hoffentlich erkennen könnt. Wie gesagt, Tokyo Revengers, Folge 5 war ich gerade, das heißt Kapitel 11, so wie ich gesehen habe. Assassination Classroom bin ich gerade dabei, der ist schon abgeschlossen, aber habe ich noch nicht zu Ende. Da lese ich aber auch nicht viel, ab und zu mal welche, also ich bin momentan eh ausgebucht, habe nicht so viel Zeit. Dr. Stone feiere ich, da bin ich aktuell, außer halt jetzt die letzten zwei Kapitel. Diamond Ace, einer der letzten Sport-Anime, die mir noch taugen, oder Manga. Haikyuu habe ich gedroppt, ich weiß Haikyuu übelst gehypt, aber habe ich gedroppt, hat mir nicht getaugt. Und davor habe ich Hinomaru Sumo gelesen, was mir halt krass getaugt hat. Jujutsu Kaisen ist im Hype, ist krass. Boruto Next Generations, ja, Boruto ist besser als der Anime, kann ich empfehlen. One Punch Man ist okay, ich bin nicht so hype auf One Punch Man, aber kann man sich geben, immer noch witzig. Dragon Ball Super, ihr wisst Bescheid. Goblin Slayer Side 1, das ist die Nebengeschichte, das ist der Anfang. Und Goblin Slayer habe ich hier auch irgendwo. Ist okay, manche reden den schlecht, der hat nicht so krasse Handlung, aber Standard 0815 Action mit Ogern, Goblins und so weiter. Also, ist okay. Eden Zero vom Macher von Fairy Tail und für mich auf jeden Fall besser als Fairy Tail. Von den Charakteren, vom Aufbau, von der Story. Bisschen mehr Action, bisschen mehr Erwachsen einfach, also kann ich empfehlen. Solo Leveling ist gehypt, weiß jeder, ist krass. Und in die Richtung gibt es auch viel mehr Sachen. Da muss ich eh nochmal schauen, was ich da alles abchecken werde, weil in die Richtung gibt es eine Menge, Menge, Menge. One Piece natürlich, Fairy Tail, 100 Jahr Quest. Ja, also Fairy Tail war nie sehr beliebt, aber ich habe es halt gelesen, ich habe es gemocht. Immer guter Durchschnitt. Kimiwa 008 ist vom selben Macher wie Kenichi History's Strongest Disciple, aber ansonsten richtig schlecht eigentlich. Und also ich habe History's Strongest Disciple gefeiert, ist super edgy und mehr hat es eigentlich auch nicht. Dann, boah, wie hieß das nochmal? A Redo of a Healer war gehypt wegen der ersten Folge, hat sich aber schnell ausgelutscht, taugt mir gar nicht. Detective Conan immer noch am Start. Ich schaue aber, ich lese gar nicht mehr die Kapitel, ich schaue nur die Bilder an und je nachdem, ob irgendwas mit Männern in Schwarz passiert, checke ich das ab, aber ansonsten gar nicht. Blue Exorcist, super stabil, davon könnte aber mehr kommen. My Hero Academia, natürlich überkrass und ansonsten war es das. Das ist alles, was ich so aktuell lese und verfolge. Ein paar Sachen gibt es bestimmt noch, die sind in Pause oder sowas, zum Beispiel Tower of God, da bin ich auch aktuell, das war jetzt lange Zeit in Winterpause, demnächst soll das wiederkommen. Apropos Kogo, eine meiner Lieblings-YouTuberinnen, Sascha, neues Video, jeden Sonntag um 18 Uhr. Zapp möchte euch den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Ich weiß, what? Ein Sponsor? Die Kogo-Drogerie ist auf mich aufmerksam geworden. Oh mein Gott! Die wollen wir und ich so, alles klar. Die Kogo-Drogerie bietet euch eine riesen Auswahl an Kogo-Drogerie! Kogo-Drogerie! Kuss geht raus an Figan. Ja, Marvin wurde gefunden, er ist zurück in der Gruppe. Er meinte einfach nur, er ist kurz rausgegangen, bisschen chillen, dies, das, runterkommen von den ganzen Krypto-Getalke, obwohl er eigentlich am meisten davon überredet, aber ja, das war's von mir, Leute, ihr wisst Bescheid, folgt mir gerne auf Instagram, folgt uns auf Twitch, jeden Freitag sind wir live, hoffentlich auch mal wann anders, investiert in Krypto, immer liken, subscriben, kommentieren, das war's von mir und ciao!